Lisica immer wieder, was die für Kräfte hindern. Jo, jetzt müssen wir natürlich etwas zurückrudern, aus der Hülle wieder raus. Und deswegen werden wir uns dann jetzt kurz dem Liszt als geistlichen Komponisten zuwenden. Sie wissen, ich habe ja nicht so viel an Vokalmusik. Wir hören nur ganz kurz rein. 2,5 Minuten Pater Noster und dann noch weitere, wie viel, 3 Minuten oder so aus diesem Stabat Mater. Und damit haben wir dann sozusagen die Ordnung der Welt wiederhergestellt. Pater Noster, also Vater Unser, der Text des Vater Unser für A Cappella Chor, also ohne Begleitung, ohne Orchester. Ja, das war natürlich in Latein. Das war zu einer Zeit, als es in der katholischen Kirche noch üblich war, Latein zu verwenden im Gottesdienst. Aber jetzt noch ein Liszt hat mehrere Oratorien geschrieben und eines ist das bedeutende Christus-Oratorium. Hier stehen Sie ein bisschen was. Es ist ja, eine Interpretation Liszts wieder. Es geht also nicht um eine exakte Vertonung des Lebenswertes, Lebensweges. Also auch hier ist Liszt eigentlich ganz humanistisch und will Liebe und Frieden wecken. Wir hören aus dem Stabat Mater, was da als Höhepunkt dieses Werkes gilt, das insgesamt 1,5 Stunden dauert, ein kurzes Stück, 4 Minuten. Und ja, das muss genügen. Thank you.
Moment. Ja, ich habe da ja nur einen kurzen Ausschnitt gewählt. Ich mache keinen Hehl draus, dass mir das nicht so liegt, dass ich auch im spätromantischen Bereich, also beispielsweise bei Bruckner, geistliche Vokalmusik finde, die mich mehr überzeugt. Wie gesagt, es ist der spätberufene fromme Mann. Die meisten anderen Werke hinterlassen mehr Eindruck. Nichtsdestoweniger müssen wir jetzt ja mal wieder was Heiteres haben, nachdem wir uns nur mit Hölle, Tod und Teufel befasst haben und dem lieben Gott, muss ich erstmal eine eigene Sünde bekennen. Ich habe doch tatsächlich vergessen, eine Folie zu machen für eine ganz bedeutende Geschichte, nämlich für die ungarischen Rhapsodien. Wir haben im Vorspann ja gesehen, es gibt, er hat die im Burgenland komponiert, auch in einer relativ kurzen Zeit. Es liegen dem ungarische Volkstänze, Volksmelodien zugrunde. Und er hat das sehr wirkungsvoll und virtuos alles für Klavier geschrieben. Es ist dann später nachinstrumentiert worden, zum Teil vom Raff, zum Teil von anderen. Und es ist auch etwas, was Liszt eher in Misskredit bringt in der Musikwissenschaft. Das Ganze ist sehr eingängig, sehr schön, sehr schmissig, aber sozusagen streift den Rand der Unterhaltungsmusik. Und also wie gesagt, die werden musikwissenschaftlich nicht sehr hoch eingeschätzt. Aber man kann, wie gesagt, Liszt nicht hören, ohne die ungarischen Rhapsodien zu erwähnen und auch zu spielen. Die sind ungeheuer eindrucksvoll, ungeheuer schön. Wie gesagt, man hört sie heute meistens in der Orchesterversion. Da sind sie dann meistens auch noch etwas verschmalzt. Ich wähle jetzt ganz bewusst das Klavieroriginal. Wir hören jetzt nochmal Valentina Lisica und zwar mit der ungarischen Rhapsodie Nummer 2. Das ist wahrscheinlich auch die bekannteste. Wie gesagt, auch wieder brillant und toll zu hören.
Das wird nicht toll. Liszt hat hier um dieses Charakteristikum des Ungarischen zu erreichen, einen harmonischen Kunstgriff getan, indem er zu einer Tonart gegriffen hat, die man heute nicht mehr nennen darf, ohne einen längeren entschuldigenden Vorspann zu machen, nämlich das sogenannte Zigeunermoll. Darf man heute irgendwie nicht mehr sagen. Man hat aber noch keinen so richtigen anderen Begriff dazu. Das ist eben typisch für diese ungarische Volksmusik, eben auch für die der Sinti und Roma. Ist aber auch anderswo vorgekommen. Ich habe gerade eben noch mal nachgelesen. Georges Bizet hat es in der Oper Carmen auch verwendet. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass die Tonintervalle etwas anders sind. Vereinfacht kann man sich so vorstellen, die normale Molltonleiter oder wenn man da einen Dreiklang, den klassischen Akkord bildet, dann hat man unten eine kleine Terz und oben eine große Terz. Und beim Zigeunermoll hat man unten und oben eine kleine Terz. Das gibt einen etwas, ja, verfremdeten Klang. Es gibt dann auch noch ein Zigeuner-Dur nebenbei, das dann eher orientalisch klingt. Also kann ich jetzt nicht so erklären.